Das Deutsche Lehrerforum fand zum ersten Mal am 18. und 19. September 2015 statt. Es versucht, engagierte Lehrerinnen und Lehrer deutschlandweit zu verbinden und stellte sich die Frage, was uns als gute Lehrerinnen und Lehrer ausmacht. Wir haben über die Veranstaltung mit Dr. Volker Meier-Guckel vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft aus Berlin gesprochen. Herzlich willkommen, Herr Meier-Guckel. Wir sind heute beim Deutschen Lehrerforum und mich würde mal interessieren, das Forum wurde ja von 8 Stiftungen und 2 unabhängigen Initiativen veranstaltet. Wie kommt es dazu, so eine Veranstaltung zu initiieren? Viele der beteiligten Stiftungen haben ja Unterstützungsprojekte für Lehrer, teilweise Lehrerpreise, mit denen gute und engagierte Lehrer ausgezeichnet werden. Und die Idee war, doch mal alle diese engagierten und als exzellent identifizierten Lehrer in einer nationalen Plattform zusammenzubringen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, über das, was sie beschäftigt, sich kollegial auszutauschen. Der Grundgedanke ist, dass sie hier kein Programm vorgesetzt bekommen, sondern dass sie selber die Projekte und die Diskussionsrunden und die Themen bestimmen, mit denen gearbeitet werden soll. Die Resonanz, die uns auf diese Idee erreichte, war überwältigend. Also wir haben hier knapp 70 Plätze zur Verfügung und wir haben hunderte von Bewerbungen bekommen. Und wir wollten, dass sich immer Teams bewerben, also nicht Einzelpersonen, sondern Teams, weil wir glauben, gerade in dem kollegialen Austausch, in der Kooperation liegt viel Potenzial in Deutschland. Und das ist eigentlich der Grundgedanke des Forums. Dann würde mich natürlich noch interessieren, worum es im Forum geht und was das Besondere Ihrer Meinung nach an dem Forum ist. Wir haben bei den teilnehmenden Tandems gefragt, was sind Themen, die euch interessieren würde, und wir haben versucht, daraus ein generelles Thema zu generieren. Und die Frage, die fast alle beschäftigt hat, war, was macht eigentlich einen guten Lehrer aus? Und zwar nicht so sehr aus dem Blick eines Forschenden oder aus dem Blick eines Politikers, sondern was macht uns als Lehrer zum guten Lehrer? Das war die Leitfrage, und daraus leiten sich wieder Unterfragen ab, nämlich was benötigen wir eigentlich an Umfeld und Ressourcen, um das Ideal zu verkörpern, was wir selber uns vorstellen. Und die dritte Frage, die uns beschäftigt, ist die Frage, wie kann man eigentlich das, was wir an Ideen und Projekten und Potenzialen durch unsere Person in die Institution bringen, wie kann man das eigentlich transferieren auf andere, die vielleicht nicht so engagiert sind, und wie kann man damit auch Institutionen möglicherweise verändern? Wen muss man als Partner gewinnen? Wen könnte man einbinden als Unterstützung? Also dieser Transfergedanke steht sehr im Vordergrund des zweiten Tages. Und am Ende geht es auch hier wieder um die Frage, wie komme ich als Einzelakteur in eine Situation, wo ich mir Verbündete schaffe, wo ich mir Partner besorge und wo ich zu einer Art von kollaborativem Arbeiten komme. Das sind Dinge, die offenbar viele beschäftigt haben im Vorfeld, und wir versuchen da jetzt nochmal ein bisschen strukturiert darüber zu reden und am Ende vielleicht auch dazu zu kommen, dass man diese Fragen nicht nur hier einmalig diskutiert, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit auch in andere Diskussionszirkel trägt. Seien sie regional oder vielleicht auch national. Stichwort kollaborativ. Ich habe gesehen, es gibt sogar eine Twitter-Wall. Ich bin selbst aktiver Twitterer und das war natürlich für mich eine schöne Sache, heute Morgen, als ich noch in der Schule war, schon mal mitzulesen, was hier diskutiert wird. Finde ich ganz spannend. Ja, vielen Dank für Ihre Auskunft und noch ein gutes Forum. Dankeschön.